Ich begrüße Sie zu einem Spaziergang durch Bonns akademische Grün- und Freiflächen. Wir meinen damit im Wesentlichen grüne, freie Flächen, die im Besitz der Universität sind. Es ist ungewöhnlich, dass eine deutsche Hochschule beinahe 20 Hektar zusammenhängendes Stadtgrün mitten in der Innenstadt besitzt. Diese Flächen umfassen den alten Zoll, den Hofgarten, den Kaiserplatz, die Poppelsdorfer Allee, das Poppelsdorfer Schloss mit dem Botanischen Garten, die Nussallee sowie einige weitere kleine Flächen. Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Mehrere historische Ereignisse mussten zusammentreffen, um diese Situation so zu schaffen. Da war zunächst einmal die Vertreibung der Kölner Kurfürsten aus ihrer Residenzstadt Köln im 13. Jahrhundert. Die Stadt Köln schüttelte die Landesherrschaft der Kurfürsten ab, vertrieb den Kurfürsten aus der Stadt und wurde reichsfrei. Das führte dazu, dass der Kurfürst und seine Nachfolger in ihrem Territorium nach einer neuen Residenz suchen mussten und ihre Wahl fiel auf Bonn. Am Rande des damals sehr kleinen mittelalterlichen Städtchens errichteten sie ein Schloss, das dann für mehrere hundert Jahre als ihre Residenz dienen sollte. 1794 besetzten französische Truppen das Rheinland und sie säkularisierten alle in kirchlichem Besitz befindlichen Flächen, darunter auch die Flächen des Kölner Kurfürsten hier in Bonn. Die Flächen wurden staatlicher Besitz von Frankreich. Im Jahr 1815 wurde dann auf dem Wiener Kongress die politische Landschaft Europas völlig neu geordnet. Dabei fielen die Rheinlande an Preußen und damit auch der französische Staatsbesitz. Preußen übernahm diesen Staatsbesitz und überführte ihn in seinen eigenen Besitz. Der Hohenzollernkönig Friedrich Wilhelm III. Hatte seinen neuen Untertanen versprochen, im Rheinland eine neue Universität zu gründen. Und seine Wahl für diesen Standort fiel auf Bonn, weil es dort zwei Schlösser gab, die sich gut eigneten, um eine neue Universität aufzunehmen. Im Jahr 1820 wurde also die Schlösser nebst Zubehör, wie es damals in der Urkunde hieß, der Universität als Eigentum übertragen. Die Parkanlagen lagen damals noch weit außerhalb der Stadt. Das hat sich im 19. Jahrhundert rasant verändert. Als die Bonner Südstadt entstand, als Bonn einen Bahnhof erhielt, als Poppelsdorf eingemeindet wurde und rasch mit Bonn verschmolz. Heute liegen diese Flächen inmitten des dicht besiedelten Bonner Stadtraums. Seit 205 Jahren also verwaltet die Universität Bonn nun schon diese Grünflächen. Einiges hat sie selbst bebaut, manche Begehrlichkeit musste sie abwehren und das tat sie oft mit Erfolg. Es ist gar nicht so sicher, ob diese zusammenhängenden Grünflächen in dieser Weise erhalten geblieben wären, wenn sie in städtischem Besitz gewesen wären. Heute erfüllen sie in der Stadt wichtige Funktionen für die Naherholung, für das Stadtbild, für das Stadtklima und nicht zuletzt für die Identitätsbildung. Wir wollen an einigen Stationen unseres Spazierganges die historische Entwicklung nachvollziehen und die heutigen Funktionen kennenlernen. Der alte Zoll bildete die Südostecke der Bonner Stadtbefestigung. Als 1717 die Stadtbefestigung geschliffen wurde, blieb nur die mächtige Zollbastion als Aussichtspunkt erhalten. Im benachbarten Lenné-Haus wurde 1789 der Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné als Sohn des Hofgärtners geboren. Eines Versuchs, diese Reihenansicht mit Worten zu beschreiben, kann man sich kaum enthalten, stellte Goethe hier 1815 fest. Warum ist es am Rhein so schön?
Kurfürst Clemens August ließ am Rhein einen Weingarten anlegen, der nach seinem Tod in den Besitz der Erzbruderschaft St. Michael kam. Ab 1852 war das 1. Rheinische Husarenregiment der preußischen Armee in Bonn stationiert. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im ehemaligen Weingarten Hotels errichtet, von denen das Grand Hotel Royal als Königshof, das weiße Gebäude links, bis heute existiert. Später errichtete das Erzbistum Köln rechts daneben sein Theologenkonvikt, das wuchtige Collegium Albertinum. Unterhalb des alten Zolls, außerhalb der Stadt, ließ Kurfürst Maximilian um 1780 einen englischen Garten mit exotischen Bäumen anlegen, den heutigen Stadtgarten. Der Bonner Professor für Geschichte Ernst Moritz Arndt, bedeutender Lyriker der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon. An einigen Stellen wird das akademische Grün heute von Verkehrsachsen durchschnitten. Durch das Koblenzer Tor verläuft die B9. Erst 1949 wurde, links im Bild, eine zweite Durchfahrt für den Autoverkehr geschaffen. Die einst kurfürstliche Hofgartenwiese ist hingegen von autofreien Alleen gesäumt. Das Universitätsgebäude, einst Teil der südlichen Stadtmauer, trennt Stadt und Park. Der barocke Hofgarten wurde ab 1715 angelegt. Der Schlossbau hat eine wechselvolle Geschichte. Dreimal wurde er durch Krieg und Brand komplett zerstört. Kurz vor der Franzosenzeit wurde nur der Hofgartenflügel wiederhergestellt. In diesem Zustand fiel der Bau an Preußen und wurde Universität. Seine vierflügelige Form erhielt er erst in den 1920er Jahren zurück. Rekonstruiert nach 250 Jahre alten Plänen. Und Schloss Gelb wurde er erst 1960. 1902, Kaisermanöver im Hofgarten anlässlich der Immatrikulation des preußischen Kronprinzen. Damals wie heute diente der Hofgarten aber vor allem Vergnügen und Erholung. Eine Studie des GeoHealth Center konnte die salutogenetischen Effekte des akademischen Grüns empirisch belegen. Während der Bonner Republik war der Hofgarten Schauplatz zahlreicher Großdemonstrationen. Am südlichen Ende steht das Akademische Kunstmuseum. Der Bau wurde 1824 für die Anatomie errichtet und war der erste Neubau der jungen Universität. Markant ist die verglaste Kuppel des kreisrunden steilen Hörsaals, ein anatomisches Theater. Regina Pakis. Am Schloss entlang geht es am Neutor in die Innenstadt. Nach Südwesten erhielt das Schloss einen Anbau, das Buen Retiro. Hier lagen die Anfänge der medizinischen Fakultät. Vom Balkon aus blickt man über die Poppelsdorfer Allee auf das Poppelsdorfer Lustschloss. Zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. wurde 1871 der Anfang der Allee in Kaiserplatz umbenannt. Das romanische Münster, einst Kirche des einflussreichen Bonner Cassius-Stifts, und die evangelische Kreuzkirche aus preußischer Zeit stehen vis-à-vis über den Kaiserplatz. Seit 1855 zerschneidet die Bahn das akademische Grün. Einen hohen Damm konnte die Universität verhindern. Die Unterführung wurde 1936 gebaut. Ein stark frequentierter, dunkler Ort. Erleichtert tritt man hinaus auf die Poppelsdorfer Allee. Kurfürst Clemens August ließ sie um 1750 mit doppelreihigen Kastanien anlegen. Ein geplanter Bootskanal wurde aus finanziellen Gründen nicht verwirklicht. Die Allee verbindet als Sichtachse die beiden Schlösser und ist heute
ein sehr beliebter Fuß- und Radweg. Die querende Baumschulallee führte einst zur Baumschule der Hofgärtnerei. Sie kam in städtischen Besitz und wurde in den 1960er Jahren zu einer Durchgangsstraße ausgebaut. Kaum zu glauben, dass in den 1970er Jahren der Plan bestand, die Popallee abzuholzen, um eine U-Bahn zu bauen. Dem bedeutenden Astronomen Friedrich Wilhelm August Argelander wurde neben der Poppelsdorfer Allee eine neue Sternwarte errichtet, die 1845 in Betrieb ging. Sie lag damals weit ab von störenden Einflüssen der Stadt auf unbebautem Land. Die Bebauung der Allee mit prachtvollen Bürgerhäusern begann erst 100 Jahre nach ihrer Anlage. Die meisten Bauten entstanden nach 1870. Zunächst durfte die Allee nur vom Kurfürsten und seinem Hof benutzt werden. Erst während der französischen Besatzung wurde sie für Bürgerliche geöffnet. Der Zielpunkt der Blickachse, die kurfürstliche Kreuzbergkirche, konnte nicht exakt eingehalten werden, weil das Cassiusstift einige Grundstücke nicht abtrat. Im 19. Jahrhundert weideten regelmäßig Tiere der landwirtschaftlichen Institute auf der Allee. Zwischen Münster und Kreuzkirche verläuft die Achse der Poppelsdorfer Allee heute durch den Stadtraum. Auch die Wiese vor dem Poppelsdorfer Schloss lädt zum Ausruhen und Verweilen, zum Treffen und Austausch ein. Das Lustschloss, genannt Clemens Ruhe, diente den Fürsten einst als ländlicher Rückzugsort. Der Bauherr Josef Clemens ließ sich ab 1715 dieses an französischer Bau- und Gartenkultur orientierte Refugium schaffen. Ab 1794 verfiel das Schloss, bis es in der Preußenzeit von der neuen Universität übernommen wurde. Aber erst mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude erweitert und an die Ansprüche der Universität angepasst. Heute beherbergt es drei Institute und die mineralogische Sammlung. Die Wassergräben gehen auf die mittelalterliche Burg zurück. Neben dem Schloss wurde dem Chemiker Kekulé 1868 ein imposantes Wohn- und Institutsgebäude errichtet. Die Nussallee wurde ab 1753 angelegt, um die kurfürstlichen Schlösser in Poppelsdorf und Brühl über 18 Kilometer zu verbinden. Aus Geldmangel blieb es allerdings bei den ersten 500 Metern. 1820 ging die Allee in den Besitz der Universität über. Sie wird heute durch zahlreiche Universitätsinstitute geprägt. Schon im 16. Jahrhundert wurde in Poppelsdorf ein großer Renaissancegarten mit Grotten und Wasserbauwerken angelegt. Die heutige, barocke Parkgestaltung wurde im 18. Jahrhundert angelegt. Mit ihr sollte die Macht des Fürsten über die wilde Natur deutlich gemacht werden. Eine Steinbüste erinnert an den Gartenbaukünstler und Landschaftsarchitekten Peter Josef Lenné. Hier wurden glänzende Feste gefeiert. Für den Weiher
erwarb Clemens August venezianische Gondeln. Heute besuchen 150.000 Gäste jährlich den Botanischen Garten. Wir sind am Ende unseres Spaziergangs durch Bonns akademisches Grün angekommen. Wir befinden uns im Botanischen Garten der Universität, gleichzeitig dem höchsten Punkt unseres Weges. Schon 1574 wurde hier die Poppelsdorfer Burg mit einem Garten umgeben, der seit der Renaissance zahlreiche Umgestaltungen erlebt hat. Mit der Gründung der Universität vor 200 Jahren wurde aus dem barocken Lustgarten ein botanischer Lehrgarten. Damit änderte sich auch die Bepflanzung grundlegend. Sie folgte nicht mehr ästhetischen Gesichtspunkten, sondern vornehmlich wissenschaftlichem Zweck. Und wir begegnen noch einmal Peter Joseph Lenné, jenem berühmten Bonner Gartenbaukünstler, an dessen Geburtshaus unser Weg begann und dessen Familie so viele der Orte, die wir heute gesehen haben, entscheidend mitgestaltet hat.